bisschen Haaren, zeigt es mir an. Aber die hat keine langen Haare, die hat eher kurze auch gehabt. Welche Frau? Na, so bräunlich, aber eher in die Richtung hellbraun als dunkelbraun. Gefärbt oder Natur? Es ist schlecht zu sehen. Ja, es ist schlecht zu sehen. Also ich sehe, wie groß ist die Person? Die ist viel kleiner als du. Mhm. Zarter als du. Wer ist denn das? Weil ich kenne dich ja nicht, okay. Ich beschreibe sie mal vom Charakter her. Die ist zurückhaltend, würde nie sich aufdrängeln, jemanden. Aber wenn sie mal was sagt, hat es Hand und Fuß. Aber so kurz, knapp, also wenig Worte, kurz, knapp, präzise, knall. Bumm. Ja. Nicht laut, sondern bumm. Aber bestimmt. Bestimmt, genau. Jetzt zeigt es mir an, auch Natur. Also die hat auch draußen Natur, alles was so draußen ist, so geliebt. Ja. Handwerkliches Geschick. Ja. Das zeigt mir jetzt ein weißes Auto an. Kannst du mit der Frau ein weißes Auto zeigen, assoziieren? Ich hatte jemanden, die war angeheiratet. Hm. Was will die denn? Passt das alles? So von der, wie ich sie sonst beschrieben habe? Ja. Weil definitiv zeigt es mir ein Stück von einem weißen Auto. So Spiegel und weiß ist es. Ja. Ich kann das jetzt nicht beschreiben. Automarken sind nicht so mein Ding. Was haben die gemacht beruflich? Irgendwas im Verkauf. Also irgendwie, keine Ahnung, mit Leuten zu tun und Verkauf. Weißes Auto. Die hatte doch gar kein Auto. Also ich vermute meine Großmutter. Und jetzt mit dem weißen Auto ist aber ihr Sohn, der in Berlin gewohnt oder wohnt, der hat immer weiße Mercedes. Okay. Kann natürlich sein, dass das Auto von ihm daneben stand. Okay. Na, sie sitzt da jetzt auch nicht als Fahrer drin, sondern steht da einfach so daneben. Daneben. Kann sein, dass die auch auf dem Beifahrerdings einsteigt. Kann sein. Was kann ich noch so sehen? Zwischen 60 und 70. Aber pflegte, attraktive Erscheinung für ihr Alter. Mhm. Kommt immer wieder zu meiner Großmutter. Also die hat ein Mädchen und eine Jungen gehabt. Und das Mädchen war meine Mutter und der Onkel von mir. Und zu beiden habe ich. Also zu meinem Onkel habe ich gar kein Verhältnis, der lebt sogar noch. Und zu meiner Mutter war ein sehr angespanntes Verhältnis. Du und deiner Mutter? Ja. Okay. Und das habe ich aber auch meiner Großmutter zu verdanken. Obwohl meine Großmutter mich wieder abgöttisch geliebt hat. Aber deine Großmutter hat ihre eigenen Kinder nicht wirklich, ja? Ihre Tochter. Nicht gemocht? Nein. Den Sohn ja. Das wäre jünger wie sie. Ja, aber emotional ist da behaupten nicht da. Deswegen zeigt es mir das so an, als wenn sie keine Kinder hätte. Dir auch? Ja, die konnte sehr kalt sein. Ja, also so richtig so. Kalt und unterkühlt. Okay. Ja. Ah, okay. Das ist doch gut. Die feine Dame. Ja. Die kommt aus. Pommern, Schlesien, ich weiß es nicht. Wir waren mal eine reiche Familie irgendwo mit Rittergut. Das weiß ich, aber das Verhalten kommt auch also bei ihr immer durch. Ja, von dieser Schicht, von dieser Gesellschaftsschicht, richtig. Kann man das so beschreiben. Ja. Okay. Vielleicht hat sie ja noch was für dich. Hat sie. Hast du selber Kinder? Ja. Liebe Grüße von deiner Oma. Mhm. Du
Du sollst nicht dieselben Scheiß machen, wie sie gemacht haben. Das machst du bestimmt nicht. Denn das ist wirklich ein Ding, was deine Oma bereut, aus tiefstem Herzen. Es ist ihr bewusst, dass sie das so nicht ändern kann mehr, klar, weil sie halt nicht mehr da ist. Ja, das ist einfach so, dass die dir das nochmal mitgeben will auf deinen Weg. Öffne dein Herz und mach, dass du das nicht so machst wie ich, weil du vergibst dir einfach schöne Zeiten damit. Und ja, alles andere beobachtete und ist alles gut. Daumen nach oben.